Im Jahre 1938 zogen wir von Wien nach Galsbach, einem stillen, etwas abgelegenen Kurort in Oberösterreich. Die Mentalität der Menschen in meiner näheren Umgebung brachte es in den Jahren von 1938 bis 1949 mit sich, dass meine Tante, die Schwester meiner Mutter, Jahrgang 1885, die mich liebevoll betreute, nach Möglichkeit danach trachtete, mich zu verstecken. Was meine schon durch die Behinderung vorhandenen Minderwertigkeitskomplexe ins Unermessliche steigerte. Übrigens war es für mein kaum vorhandenes Selbstwertgefühl nicht gerade das Beste, wenn sich meine Tante bei jedem neugierigen Blick eines Fremden sofort demonstrativ vor mich hinstellte, um jeden Kontakt zu verhindern. In meiner Kindheit versuchte meine Mutter alles nur Menschenmögliche, damit ich von dieser schweren Behinderung befreit werde. Sie reiste mit mir durch halb Deutschland und Österreich zu den sogenannten medizinischen Kapazitäten. Doch die meisten zuckten nur bedauernd mit den Schultern. Einer verschrieb mir zum Beispiel Tropfen, bei deren Einnahme sich schon nach einigen Tagen die Sehkraft trübte, die sich erst nach dem sofortigen Absetzen des Medikamentes nur langsam wieder erholte. Ein anderer Arzt murmelte etwas von Experimenten mit Schweinenerven. Als meine geschädigten Neuronen im Gehirn ersetzt werden sollten, konnte aber zu meinem Glück keine Erfolgsgarantie geben. Der horrende Preis einer solchen, damals sehr riskanten Operation schreckte schließlich auch meine Mutter ab. Ein weiterer Mediziner gab meinen Angehörigen den sarkastischen Ratschlag, man möge mich in einen abgedunkelten Raum in völliger Einsamkeit halten, da dann vielleicht durch das Fehlen jeglicher äußerer Sinnesreize die Spastik nachlassen könnte. Meine dadurch eventuell entstehende seelisch gestörte Verfassung stand bezeichnenderweise damals überhaupt nicht zur Debatte. Allen Ärzten gemeinsam war die doch folgende niederschmetternde Diagnose, die meine Mutter immer wieder zu hören bekam: Die Behinderung ihres Sohnes ist unheilbar und wird sich erfahrungsgemäß in den Folgejahren verschlimmern. Er wird daher ohne starke Nervenberuhigungsmittel nicht leben können. Im Übrigen kann er höchstens ein Alter von 20 Jahren erreichen. Leider gestaltete sich bei meiner Mutter gerade diese letzte Aussage zu einer fixen Idee. Denn als Liesel, meine spätere Pflegerin, in meinem 18. Lebensjahr zu mir kam, wurde sie von meiner Mutter inständig gebeten, ihrem Sohn seine letzten zwei zu erwartenden Lebensjahre erträglich zu gestalten. Merkwürdigerweise kam sie von dieser eindeutig falschen Vorstellung auch nach der Hilfe durch Bruno Gröning nicht los, da sie auch später mit dem Argument, im Falle meines Todes müsse sie alles wieder zurückerben und dadurch die doppelte Erbschaftssteuer zahlen, noch immer kein Testament zu meinen Gunsten machen wollte. Obwohl ich zum Zeitpunkt ihres unerwarteten Todes bereits 41 Jahre alt war. In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, dass mich zum Zeitpunkt der Niederschrift dieser Zeilen die gute treue Liesel schon 50 Jahre lang betreut. Es sei also dringend vor jeder geistigen Unbeweglichkeit gewarnt, auch wenn diese einmal durch einen schweren seelischen Schock zustande gekommen ist. Doch nun zurück in der Zeit in Galsbach. Da es damals für mich unmöglich war, eine Schule zu besuchen, bekam ich im schulpflichtigen Alter ab 1940 trotz der schweren Behinderungen zunächst bei einer pensionierten Schuldirektorin den ersten Privatunterricht. Sie merkte aber sehr bald,
wie mich die körperliche Belastung auch seelisch bedrückte, zumal dann, wenn ich zusah, wie andere Kinder meines Alters fröhlich und beschwerdefrei herumhüpften, während ich, behutsam, aber mit Bestimmtheit, führte mich dann zu meinem Glück diese Direktorin in das geistige Wissen um Karma und Reinkarnation ein, wodurch ich lernte, den Mangel meines Leibes zu akzeptieren. Etwas später, im Jahre 1944, zog dann auch Lilo, meine spätere Ehefrau, zu ihrer Freundin, die so wie meine Tante und ich im gleichen Haus wohnte. Sie war Jahrgang 1921 und infolge von Kinderlähmung seit ihrem fünften Lebensjahr ebenfalls schwer körperbehindert, konnte aber soweit ihre Arme gebrauchen, dass sie selbstständig lebte und arbeitete. Sie wurde nun meine zweite Lehrerin und brachte mir ein Allgemeinwissen bei. Auch Lilo schöpfte Lebensmut und Heiterkeit aus der Überzeugung um die Realität der Reinkarnation, sodass wir uns gegenseitig darin bestärken konnten.